wenn Kinder gehen in der Schwangerschaft oder auch dieser plötzliche Kindstod, wenn diese furchtbaren, furchtbaren Dinge geschehen, die für Frauen oftmals unglaubliches Leid oder Schmerz bringen. Und wir es oftmals nicht verstehen, warum. Und auch da sich zu öffnen für das Geschenk in diesem kurzen Besuch dieser Seele. Das zu ernten, dies wieder zu sich zu holen. Das ist das, was dann Frieden bringt an diese scheinbar immer blutende Wunde und was oft auch dann ja die kommenden Kinder tragen, wenn ein Kind vorher verstorben ist, nicht leben konnte und dieser Schmerz im Schoßraum noch präsent ist, wenn das nächste Kind kommt, tragen sie etwas davon mit. Und es ist so wichtig, da zu wissen, egal was uns geschieht, welcher Schmerz, welche Trauer in der eigenen Geburt vielleicht, ja, auch als Frau, wenn wir das erleben, dass wir wie vergewaltigt werden im Kreißsaal, dass das Kind uns in einer Notkaiserschnitt-OP aus dem Bauch gerissen wird. Ja, erstmal atmen und sagen, boah, ich bin vom D-Zug überrollt, vom Panzer überfahren, fühle mich vergewaltigt, roh. Alles ist passiert, nur nicht das, was ich wollte. Und zu wissen, okay, das ist meine Tür. Ich wollte eine andere. Ich wollte die schöne, die rosenumrankte, duftende, kissengebettete Tür. Die wollte ich. Und da hat es geendet. Warum? Und die Heilung zu sich selbst zu bringen. Und das ist nicht leicht. Ja. Es erfordert für jede Frau eine ganz klare Ausrichtung, ein Commitment, sich selbst an erste Stelle zu setzen. Und es ist gerade, wenn wir Mütter sind, die große Herausforderung. Weil das Bedürfnis der Kinder steht meist vor unserem eigenen. Erst muss das Kind glücklich sein. Der Mann dann auch noch, das Haus auch noch, der Job meistens dann noch. Und ganz hinten dran setze ich dann mich. Und da bleibt nichts mehr übrig.